Vor nicht allzu langer Zeit habe ich diesen Mini-PC hier vorgestellt. Das ist der Atomen G7PT. Ich finde, der sieht auf jeden Fall schick aus, hat hier einen schönen Magnetständer und ansonsten hatte Aimi den seitdem im Einsatz und sie ist wirklich sehr zufrieden damit. Außerdem sind im G7PT Komponenten von AMD verbaut. Jetzt ist hier ein neuer Atomen rausgekommen, der G7Ti, und dort ist ein Intel-Prozessor verbaut und eine Nvidia-Grafikkarte. Der neue G7Ti soll noch mal ein bisschen leistungsstärker sein. Außerdem hat er ein etwas anderes Design. Ich würde sagen, wir packen ihn jetzt erstmal aus, dann vergleichen wir die so optisch miteinander. Mir hat auch jemand letztes Mal in die Kommentare geschrieben, dass ich den mal vorstellen soll, denn der soll wirklich leistungsstärker sein. Und noch eine Sache, ich kenne mich nicht so gut mit PCs aus, aber schon ein bisschen besser als letztes Mal und ich denke, das wird schon mit der Zeit. Dieser kleine Mini-PC hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Das ist eine ganz gute Sache, denn dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall meinen Haupt-PC upgraden. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie leistungsstark diese kleinen Dinger sind, habe ich so das Bedürfnis, mir was Besseres zu holen. Das sieht mir hier eher so nach einem Laptop aus. Hier habe ich auch einen ganz, ganz großen Kritikpunkt. Vielleicht könnt ihr es hören. Das Ding fliegt da einfach so drin herum. Ich weiß nicht, was das soll, aber anscheinend wurde hier vergessen, etwas Füllmaterial reinzustecken. Ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Das sollte bei so Technikgeräten auf gar keinen Fall passieren. Ich denke, wir alle wissen, wie die Pakete bei der Post manchmal umhergeworfen werden. Alter, schaut es mal an. Das ist echt einfach wie so ein Laptop. Na, da bin ich mal gespannt. Eine Sache will ich heute auch auf jeden Fall nochmal machen, habt ihr mir sehr oft in die Kommentare geschrieben. Und zwar will ich mal einen Virenscanner darüber laufen lassen, denn ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ab und zu auf so China-PCs Trojaner drauf sein sollen. Na, dann bin ich mal gespannt, kann ich mir jetzt bei dem überhaupt nicht vorstellen, aber man weiß ja nie. Wir haben hier einmal das Ladegerät, hier drin müsste dann der Ständer sein. Jawohl, das ist der Ständer, hier unten auch schön gummiert, dass das Ganze rutschfest ist. Zwei Schrauben sind auch noch dabei, dann auch noch ein HDMI-Kabel. Das ist der ganze Packungsinhalt. Hier haben wir nochmal so ein paar Warnhinweise. Das ist das gute Stück. Alter, sieht einfach so abgespaced aus. Optisch hat das auf jeden Fall etwas von so einer Spielekonsole. Auf der Vorderseite ist hier das Atomen-Logo drauf. Hier unten noch so ein Schriftzug. Dann hier die Vorrichtung, um den in den Ständer zu schrauben. Auf der Rückseite haben wir hier so ein Gitter, damit er auch gut durchlüftet wird. Hier noch ein paar Aufkleber. Ich schraube erstmal den Ständer dran, da kann man nichts falsch machen. Der geht nur so rum da drauf. Da stehen die beiden jetzt im Vergleich. Also der hier ist auf jeden Fall eine Nummer größer, aber dafür auch, wie man hier sehen kann, deutlich eine Nummer schlanker. Was meint ihr? Welches Design gefällt euch besser? Lieber hier so ein bisschen kompakter, dafür breiter oder etwas größer und flacher? Oh, ich finde beide irgendwie cool, aber der hier, der gefällt mir ein bisschen besser, weil er einfach kompakter ist. Jetzt wird's spannend. Verbaut ist hier der Intel Core i9 14900HX Prozessor der 14. Generation mit 24 Kernen. Ich habe mir sagen lassen, ist leistungsstark, aber macht halt mehr Probleme als der AMD Prozessor. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber habe ich von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren. Dann ist da noch eine Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte verbaut. Und dann noch optional dazu wählbar eine 1 TB SSD-Festplatte und 32 GB RAM. Genauso wie bei dem Kollegen hier. Optional, also kann man auch weglassen, sich was eigenes da reinklatschen, dann ist halt ein bisschen günstiger. Falls ihr noch mehr technische Details haben wollt, Link ist wie immer unten in der Beschreibung, Freunde. Letztes Mal haben mir ganz schön viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass dieser Mini-PC gar nicht so schlecht ist, aber teuer. Bei den ganzen Preisen bin ich jetzt auch noch nicht so ganz in der Materie, aber was ich weiß ist... Jedenfalls würde mich brennend interessieren, was ihr sagen würdet, was für diese beiden Computer ein angemessener Preis wäre. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir mal so eure Einschätzung in die Kommentare schreibt. Schauen wir uns den Kollegen jetzt nochmal schnell an, bevor wir ihn anschließen. Also, auf der Vorderseite haben wir hier einmal den Ein- und Ausschaltknopf. Dann haben wir hier die Taste für den Lüfter, denke ich mal. Werden wir nachher auf jeden Fall ausprobieren. Hier haben wir so eine kleine LED-Anzeige mit Pfeilen nach unten. Bin ich mal gespannt, wie das gleich aussehen wird, wenn ich ihn einschalte. Dann haben wir hier nochmal USB-Anschluss, SD-Kartenslot, Mikrofonanschluss und nochmal ein USB. Auf der Rückseite haben wir hier den Stromanschluss. Finde ich ein bisschen schade, dass der da oben ist. Dann hängt halt noch ein weiteres
Kabel darunter. Bei dem Kollegen hier ist es ein bisschen besser gelöst. Da kommt es ja hier unten rein. Das fand ich echt richtig cool. Ansonsten haben wir hier nochmal USB-C, HDMI, noch ein USB, ist übrigens USB 3.2 und hier haben wir dann noch LAN-Kabel. Also bei dem hier etwas minimalistischer gehalten. Der hier hat ein paar mehr Anschlüsse. Das gefällt mir besser, um ehrlich zu sein. Als nächstes gehen wir jetzt rüber ins Büro, dann schließe ich ihn mal an, richte alles ein. Der soll nämlich auch sehr gut für die Videobearbeitung sein, aber auch so zum Zocken. Der PC läuft, ist fertig eingerichtet. Ich habe mal Fortnite drauf installiert. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das gleich laufen wird. Zwei Sachen sind mir bereits schon aufgefallen. Ansonsten Virenscanner habe ich auch mal drüber laufen lassen. Wirklich sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Werde ich euch gleich berichten. Über den anderen habe ich auch mal Virenscanner drüber laufen lassen. Da habe ich überhaupt nichts gefunden. Das ist wirklich schon mal sehr gut. Aber hier, oh, ich weiß ja nicht. Also die erste Sache, die mir aufgefallen ist, schaut euch das mal an. Windows muss erst aktiviert werden, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, so ein Windows-Key, der kostet 11,99 €. Aber schon komisch. Verpackungsmaterial hat gefehlt, Windows-Key fehlt. Was habe ich für einen PC bekommen? Kommen wir zur zweiten Sache, die mir aufgefallen ist. Fortnite habe ich jetzt hier gestartet und hört euch das mal an. Könnt ihr den Lüfter hören? Und nein, das ist nicht der Lüfter, das ist der Lüfter von dem PC. Boah, ich finde das schon echt laut, vor allem, weil ich mache ja gerade gar nichts und manchmal geht er auch einfach an, um runterzukühlen, wenn ich überhaupt nichts gestartet habe. Fortnite will hier nach den optimalen Einstellungen suchen. Ja, dann machen wir das mal. Mal gucken, was dabei rauskommen wird. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fortnite gespielt habe, aber bestimmt schon 4 Jahre her oder sowas und seitdem hat es sich echt krass verändert. Alter, der ist einfach geflogen. Ich denke, ihr könnt es im Hintergrund hören, wie laut der ist. Also fürs Zocken ist das meiner Meinung nach nichts. Ich habe das Gefühl, meine Freundin ist am Staubsaugen. Jetzt spiele ich nichts mehr. Ich habe einfach nur einen Ordner offen, sonst überhaupt nichts. Und der ist immer noch ziemlich laut, finde ich. Meine Tastatur hier, die braucht insgesamt 2 USB-Slots. Die habe ich jetzt hier vorne reingesteckt. Das sieht auf jeden Fall richtig scheiße aus. Hinten habe ich ja nur einen und auf jeden Fall finde ich, sind 3 zu wenig. Und vor allem hätte ich mir da eher 2 hinten gewünscht und einen vorne. Weil das sieht halt echt einfach kacke aus, wenn die Kabel da vorne rumhängen. Dann ist mir noch eine weitere negative Sache aufgefallen. Der Ständer, der ist jetzt nicht so optimal, finde ich. Ich finde, das ist schon etwas instabil. Ich meine, schaut euch das an. Stellt euch vor, ihr habt eine Katze und die will damit so ein bisschen schmusen, Alter, die haut das Ding sofort um. Kommen wir jetzt mal zu dem Virus-Ding. Man hat hier von Anfang an Control Center installiert. Das mache ich jetzt mal auf. Da kann man ein paar Einstellungen einstellen und außerdem hier zum Beispiel das Licht ändern. Da geht man auf Lighting Effects und dann kann ich hier die Farbe einstellen. Ich mache jetzt mal hier Lila oder sowas. Schaut euch das an. Da wechselt er das hier direkt. Oder wenn ich auf System bin, dann sehe ich auf jeden Fall, wie die Kühlung hier dreht. Ich war hier gerade eben auch schön im Game Mode. Dann sehe ich hier halt auch, wie das ausgelastet ist. Was auch noch witzig ist, wenn ich hier auf Setup gehe, kann ich Quick Cooling einstellen und dann... Alter, ey, der bläst mir hier alles weg. Wenn ich das hier auch wieder ausschalte, dann dauert das ein bisschen, bis der auf jeden Fall nicht mehr so krass kühlt. Und wenn ich jetzt dieses Control Center hier bei Virus Total reinziehe, das hochlade, da spuckt er mir auf jeden Fall was sehr Interessantes aus, und zwar das hier. Zieht euch das rein. Virus Scanner BKF Pro und da kommt halt hier irgendein Trojaner raus. Ob das jetzt wirklich ein Trojaner ist oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Das übersteigt meine Kompetenz. Im Internet habe ich gelesen, es könnte was Ernsthaftes sein, aber es könnte auch ein Fehlalarm sein. Ich habe mal auf Instagram das Ganze geteilt. Da haben mir dann sehr viele Leute geschrieben, es ist ein Fehlalarm. Aber auch wiederum andere Leute haben mir geschrieben, es könnte was Ernsthaftes sein, so dass ich ausspioniert werde, quasi ein klassischer Trojaner. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass mir dieser Mini-PC überhaupt nicht gefällt. Also meine 3 größten Kritikpunkte zusammengefasst. Er ist einfach viel zu laut, das stört mich so dauerhaft. Er steht ein bisschen unstabil und das auch mit den USB-Slots. Ich finde, das ist irgendwie nicht so gut durchdacht. Ich meine, wenn man sich so einen Mini-PC holt, jedenfalls wäre es bei mir so, dann möchte ich mir so ein minimalistisches Setup einrichten. Und wenn ich dann einfach noch so ein USB-Erweiterungsding anstecken muss, dann hängt dann so ein weiteres Ding einfach aus dem PC und irgendwann ist der Mini-PC dann halt auch nicht mehr so mini.
Ja, und die Sache mit dem Trojaner, boah, keine Ahnung. Wie gesagt, übersteigt meine Kompetenz. Der Atomman G7 PT, der gefällt mir viel, viel besser. Der wird auch bei uns bleiben. Aber der hier, der ist nichts für mich. Noch eine kurze Info. Ah, diese Taste, da kann man zwischen Gaming Mode und dem Arbeitsmodus switchen. Cool. Was mich noch interessieren würde, ist eure Meinung zu diesem Mini-PC. Wie gesagt, ich bin kein PC-Experte, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber so von meinem Eindruck her, nein. Das war's mit dem Video. Hier gehört ich zwei Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.